Chef on Air. Heute am Montag, 27. Juni, steht hier bei uns in den Skyline-Studios Dr. Anatol Zotz. Grüß dich, Herr Doktor. Moin, moin. Hast du einen weißen Kittel an, fast zumindest, ne? Weißes T-Shirt. Ja, ich bin so gut wie nie weiß angezogen. Ist meistens so grau. Meine Farben sind so grau und Anthrazit. Grau und Anthrazit? Ja, ja. Ah. Du bist, wie nennt sich das? Also im klassischen Sinne sagt man Schönheitschirurg, aber die meisten sagen dann, sagt man nicht. Naja, ich bin kein Chirurg, das bin ich nicht. Aber ich bin so der klassische Beauty-Doc, ne? So alles, was so Spritze, Fäden und ein bisschen so drumherum, ne? Fäden? Ja, Fäden gehören auch dazu. Ich bin gespannt, was du alles zu erzählen hast. Woher herkommst, was du machst, Hobbys und so weiter und über dein Rock'n'Roller-Dasein, zumindest als Fan. Foo Fighters. Bei Foo Fighters war er schon mit Anthony Kiedis. Ja, das von war den sehr Red Hot Chili Peppers. War sehr geil. Chef on Air bei Radio Frankfurt mit dem Dr. Anatol Zotz. Wie sagst du dir, Herr Doktor? Oder? Anatol ist voll in Ordnung. Ehrlich, Anatol. Das freut mich, freut mich. Bist mit dem Motorrad da? Ja, bin ich. So, gleich mal Salz in die Wunde gestreut. Ja, haben wir drüber gesprochen. Zweite Motorschaden in 4 Jahren in einem und demselben Auto ist bitter. 7er BMW? Ja. Obwohl die Ein alter. Ach so. Ja, kann nichts Neues. Nein. Ist das dein einziges Auto? Ja. Wieso fährst du denn kein Porsche? Bist du auch hier schön? Ach so, nee, eben nicht. Nicht gelegt, eben erfüllt, oder was? Eben nicht Chirurg. Ach so, ich bin kein Chirurg. Ach, sorry, da ja, ist dann schon mehr drin, ne? Da ist schon, Du bist aber schön als Doc, ne? Ja, Perfect so. Me heißt deine Praxis. Ja. Perfect Me, Doktor. Genau. Perfect Me, also du holst das Beste aus dem Menschen raus. Ich versuche, die Harmonie wiederherzustellen, denn ich glaube, das trifft es ganz gut. Vielleicht ein bisschen mehr. Das klingt mehr aber schön. Ja. Die Harmonie wiederherzustellen. Ja. Das heißt, das sind alles altersbedingte Sachen, die du behandelst? Oder auch so? Nö, aber es kann ja auch mal ein Unfall sein oder sonst irgendwas. Ne? Also alles so dabei. Das Ganze ohne Messer? Ja. Nur mit Spritzen und Fäden hast du eben gesagt? Spritzen, Fäden, vielleicht ein bisschen Laserbehandlung, IPL. Alles, was so halt nicht invasiv ist. Also wo man nicht zum Skalpell greifen muss. Was auch mal eher so gewünscht ist, sag ich mal. Okay. Ne? Ist ja nicht jeder bereit, gleich sich hinzulegen und an sich rumschnipsen zu lassen. Ne? Es ist die angenehmere Methode, denkst du? Das würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, weil ich glaube, viele von den Mädels sind schon sehr tough. Ne? So eine Spritze kann auch manchmal so ein bisschen pieken. Vor allem an Stellen, wo es halt auch, wo die Haut besonders empfindlich ist, der Körper. Ich nehme an, du meinst jetzt die Lippen. Die Lippen. Das stimmt. Das ist schon dann, aber wie gesagt, die meisten sind sehr tough, die Mädels. Respekt. Ja. Wieso sprichst du nur von Mädels? Kommen nicht auch Männer? Nö, ich habe auch viele aber die Männer sind aber nicht tough. Au, au. Nein, aber die haben mit den Lippen nicht so viel zu tun. Ja, bei denen sind es andere Sachen, die sind da ein bisschen kerniger und das tut in der Regel nicht ganz so weh. Ne? Ne? Du kennst es ja selbst vom Rumknutschen, da, die Lippen sind schon ganz wichtig. Ne? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und die Männer sind da irgendwie, denen reicht das, was die da haben. Und den Frauen nicht. Oftmals, Frauen denken halt, es ist so ein Sinnlichkeitsmerkmal. Ja, man darf aber nicht übertreiben. Es eben. Muss, auf gar keinen Fall. Es muss einfach harmonisch sein. Weil irgendwann kann man doch die Lippen auch gar nicht mehr bewegen, oder? Genau. Dann ist es auch nicht mehr einsatzfähig beim Rumknutschen, wie es eben richtig, schön gesagt hast. Richtig, richtig. Es muss schon alles irgendwie im Rahmen bleiben. Sorgst du also dafür, dass die Mädels sehr hübsch sind und auch sinnlichere Lippen bekommen, aber trotzdem noch weiter schön knutschen können? Per se sind die Mädels immer alle sehr hübsch. Man muss vielleicht das eine oder andere ein bisschen herausarbeiten oder vielleicht ein bisschen harmonisieren, ausgleichen. Ja. Aber wie gesagt, nicht übertreiben. Das ist, glaube ich, ganz großes Motto bei mir. Ne? Okay. Ein bisschen jünger, aber nicht übertreiben. Darf es schon sein. Also ein bisschen jünger darf es sein, aber nicht übertreiben. Jünger aussehen, meinst du jetzt? Ja, genau. Okay. Wie alt sind die Patientinnen, die zu dir das kommen? Das ist völlig egal. Das kann auch mal eine 19-Jährige sein, die einfach vielleicht ein bisschen zu wenig Lippe abbekommen hat und die sich dann einfach nicht so gut fühlt. Und ein bisschen mehr Lippe wird sie anders wahrgenommen, hat ein anderes Selbstbewusstsein und dann habe ich ihr mit einer Winzigkeit gut helfen können. Aber das kann auch eine 70-Jährige sein. Ich habe sogar eine 94-jährige Patientin, die kommt aus dem Ausland extra zu mir geflogen, einmal im Jahr. Die ist Moderatorin von irgendeiner Sendung in Ägypten. Total klasse. Was, im Ernst? Ja, die wie kommt, geil ist das ja, denn? Das ist total geil. 94? Die ist so cool. Ey, Wahnsinn. Ja, wirklich. Und die macht sich ein bisschen die Lippen schön bei dir, oder was? Ja, ganz bisschen Lippen, weil sie halt sagt, ne, das ist ihr wegen diesen 4K oder so, ich weiß es nicht genau, ich bin ja nicht so da drin, das ist ihr ganz wichtig, dass sie dann auf der Kamera gut ausschaut. Was heißt 4K? Ist das ja, die Auflösung. Medienbissen. Das meinst du, genau. Ja, klar. Ja, richtig. Mensch, krass. Sie kommen extra aus, Wahnsinn, hast du noch mehr Gäste aus dem Ausland? Gäste vor. Ich habe ganz viele aus dem Ausland. Ja, bei mir sind meine Patienten sind viele
Gäste, könnte man so sagen. Mhm. Ne? Ist natürlich per se, es ist ein Patient, aber da ich mir sehr viel Zeit nehme, ist das schon ein sehr vertrautes Verhältnis immer. Ne? Okay. Wo kommst du her, Anatol? Oh, ich bin Dr. Anatol Zotz? Ich bin so richtig aus Deutsch. Ne? Ich bin in Bonn geboren und dann in der Schweiz aufgewachsen, aber meine Eltern sind so richtig deutsch. Also mehr geht gar nicht. Ich hatte nur Glück mit dem Namen, weil ansonsten heißt man Michael, Stefan oder so. Oder ne? Wolfgang halt oder so. Ne? Oder ja, Dieter. Ja, die Zeit war da vielleicht nicht. Also jetzt bin ich mit Anatol ganz zufrieden. Ne? Warum Anatol? Ja, da vermutet man direkt, ah ja, Wurzeln hier irgendwie Anatolien oder so. Ja, stimmt. Ist aber ursprünglich griechisch, ja, und heißt der aus der Morgenröte kommende. Ne? Ist Och, schön. Ja, ne? Also, das muss ich mir gleich mal aufschreiben, ja. Der aus der Morgenröte kommende. Ja, ich habe einen Patenonkel, mit dem ich nicht verwandt bin, und der heißt Anatoli. Und deswegen habe ich die Urversion dann bekommen. Ist das auch dein Vorname oder ist es... Das ist mein Vorname. Steht da noch ein Klaus davor oder so? Klaus nee, nein, nein. Es stehen noch zwei dahinter, aber die sind dann auch sehr... Wie heißen sie? Boah, Cornelius Walter und Walter mit H. Also. Na also. Jetzt habe ich mich aber ausgezogen. Ja. Machen Sie schon mal frei, der Dr. Kompkler. Dr. Anatol Zotz steht hier bei mir. Seine Praxis heißt Perfect Me. Die findet ihr auf der großen Bockenheimer Straße 15... Chef on Air. Bei Radio Frankfurt heute mit Dr. Anatol Zotz. Perfect Me. Hast deine Praxis. Skulpturing machst du auch ganz viel. Ist das so dein Steckenpferd? Absolut, absolut. Ne? Was ist das überhaupt? Naja, das bedeutet, dass man sich um das ganze Gesicht ganzheitlich so ein bisschen kümmert, Harmonie reinbringt, so wie ich es gesagt habe. Das heißt, das kann man Wangenknochen ein bisschen anheben oder die Wangenbereich anheben. Ja. Das kann aber auch die Jawline sein, also dass die Kinnlinie quasi ein bisschen begradigen oder verstärken, ein bisschen härter machen. Das Kinn weicher, mach ein bisschen länger, ne, das alles drin. Genauso natürlich auch Nase, ganz, ganz wichtig. Und die bekannten Lippen natürlich auch. Haben wir eben schon drüber gesprochen, aber die müssen danach noch. Die müssen noch knutschen können. Das ist auf jeden Fall ganz wichtig. Ganz wichtig. Kommen auch wirklich Patientinnen, die so ein Schlauchboot haben wollen? Also, die sagen, mach mal dicker, so wie die, was weiß ich wer. Also, ich sag ganz ehrlich, ich habe drei Patienten. Mhm. Die dürfen das. Die eine warum? Die eine hat goldene Eckzähne. Und du weißt, dass der Rest dann auch noch passt. Okay. Und das andere ist ein Tattoo-Model. Die ist komplett bunt. Die darf das auch. Okay. Und dann noch ein andere. Aber die anderen, da sage ich, nein, das ist nicht meine Arbeit, weil, ob du das willst oder nicht, du läufst ja für mich Werbung. Ja? Richtig. Also dann muss das schon irgendwie passen. Wie oft kommen dann das Tattoo-Model und die mit den Gold-Eckzähnen? Das muss man schon öfter mal machen, oder? Nein, wenn das gut gemacht ist, dann kommen die einmal im Jahr so zum Auffrischen. Einmal im Jahr. Wenn es gut gemacht ist halt. Also ja. Ich kenne mich nullinger aus. Ich habe Botox, kenne ich natürlich. Ja. Und Hyaluron, ist das was anderes? Nee, ist was völlig anderes. Muss man ein bisschen betrunken sein, um das aussprechen zu können. Hyaluronsäure, ja, genau. Ja, kann er sicher. Ja, Botox ist eigentlich mehr so für die mimischen Muskulatur zuständig, die beruhigt das ein bisschen. Man könnte sagen, aus einem Alpen macht man wieder unseren schönen Taunus, ne? Von der Größe her, sagen wir, ne? Okay. Und dann ist Mimik sollte dabei bleiben, ne? Ja. Also man kann das auch so ein bisschen dosieren. Und Hyaluron ist eher so zum Aufbau, zum Verschönern, zum Hautbild verbessern, zum Skulpturen quasi da. Okay, ja? Okay. Also wie so ein Bildhauer. Du machst beides. Ja, genau. Das gehört, es geht nicht eins ohne das andere. Und wieso sprichst du von Symmetrie? Muss das in deinen Augen sein, Symmetrie im Gesicht? Naja, es ist ja immer sehr gewünscht, dass eine Symmetrie wird sehr gewünscht. Aber man darf nicht vergessen, jeder hat da so seine Eigenheiten. Mhm. Und manchmal darf man nicht zu sehr verstärken, aber man soll sie auch nicht wegretuschieren. Ne? Also so ein bisschen so eine Augenbraue, die immer hochzieht, die soll auch wirklich so bleiben. Vielleicht ein bisschen weicher darf sie sein, aber nicht halt komplett weg. Ne? Das ist so, das finde ich ganz wichtig, weil sonst geht ja was verloren von den Menschen. Mhm. Wie alt bist du? Ich bin jetzt 44. Wo kommst du her? Aus Bonn. Wie kam dein Weg hierher nach Frankfurt? Wie ist der verlaufen? Ach, über... Bonn, kleine Steppke erstmal. Dann erstmal in die Schweiz gezogen. Da habe ich sehr lange in der Schweiz gewohnt, bis mich dann meine Mom hier nach Frankfurt getragen hat. Und hier war ich sehr lange, bin hier zur Schule gegangen, aber dann auch wieder weggegangen. Und ich bin erst seit 10 Jahren wieder ansässig hier in Frankfurt. Vorher mal eine Zeit lang auch mal weg.
wie das immer so geht. Außer Schweiz. Ja, das hat schon gehört, aber. Wieder in der Schweiz. Ja, ja, das ist immer so. Naja, wie das immer so ist. Das Leben ist halt nicht immer so ein gerader Weg. Sprichst du auch ein bisschen Schweizerdeutsch? Na, so ein bisschen kriege ich noch hin. Weißt du, was ein Mischkratzli ist? Nein, das weiß ich nicht. Ein Hühnchen. Ein Mischkratzli? Ein Mistkratzer. Mischkratzli. Sag die echt so ja. Oder warst du auch zur Schule in der Schweiz und so weiter? Nee, Schule nicht, aber studiert habe ich da. Alles klar. Was hast du studiert? Medizin. Natürlich. Wer hätte das gedacht? Ich hätte jetzt auch Maschinenbauingenieurwesen. Nein. Und im Nebenfach eben. Ja. Okay. Und dann seit 10 Jahren hier in Frankfurt? Ja, mehr oder weniger wieder. Ich habe eine längere Pause auch was gemacht, was und dann wieder Einstieg so ein bisschen mit Ästhetik halt, ne? Und das mache ich jetzt so, wie es jetzt ist, ungefähr seit 6 Jahren. Wird natürlich immer intensiver, weil das einfach für mich das bannt mich schon sehr, ne? Also ich mache das unheimlich gerne. Ich nehme mir da auch jedes Mal richtig Zeit. Man sieht auch richtig dann halt, was danach passiert ist halt, ne? Manchmal braucht das ein bisschen, das kann schon sein. Dann muss auch ein bisschen Geduld dabei sein beim Patienten. Aber in der Regel kann man solche Sachen sofort sehen. Wie viele Patienten hast du so täglich? Ach, das changiert zwischen, kann auch mal 3 sein, aber so, ich sag mal so zwischen 5 und 6. Aber wie gesagt, ich nehme ja immer Zeit. Das klingt auch danach, deswegen sprich doch an, wie viele Patienten du hast. Okay. Nö, also ich nehme mir wirklich immer Zeit, weil, wie gesagt, man muss den Patienten erstmal kennenlernen, den Gegenüber. Mhm. Und dazu braucht es meistens ein gutes Gespräch oder Gespräch generell, damit man einfach weiß, wie er tickt und wo er denn auch wirklich hin will. Ne? Das ist ja auch immer so eine Sache. Manchmal kommt man mit etwas merkwürdigen Vorstellungen oder mit was man so gesehen hat im Internet und dann muss man vielleicht den einen oder anderen einfach so ein bisschen, sagen wir mal, ich will nicht sagen erden, aber sagen, lass uns doch erstmal das und das machen. Und dann können wir das und das machen. Weißt du, mal so einen kleinen Ablaufplan. Chef on Air. Bei Radio Frankfurt heute am Montag. Heute mit dem Mann, der aus der Morgenröte kam. Habe ich mir aufgeschrieben extra. Yeah. So, das bedeutet sein Name, nämlich Anatol, ne? Richtig. Dr. Anatol Zotz, Perfect Me, auf der Fressgas, ne? 15? Ja. Die Frankfurt der Wiesewurst gemacht, das Geld, wenn ich große Bockheimer sage, muss man halt für die von auswärts kommen, da muss man ja dazu sagen. Verständlich. Du hast eben irgendwas von der Pause erzählt. Was hast du denn da gemacht? Auch so busy Pause, ne? So, ich sag jetzt mal so, kurz vor Burnout. Darf man das sagen? Also ja, natürlich. Also ist sagen wir mal kurz. Ja, ist kurz davor, sagen wir jetzt mal nicht ganz, aber es war schon wirklich tight und da braucht man einfach mal eine Pause, deswegen hatte Umwege, aber alles gut. Also, ist doch super, ist doch viel besser, dass du auf deinen Körper hörst und dann eben sagst, ich mach jetzt mal eine Pause, Leute. Ja. Weil viele sagen, das hätte ich mal gescheiter auf meinen Körper gehört. Alter. Aber es ist ja natürlich auch viel Arbeit zum Zurückkämpfen wieder verbunden. Ne? Du hast also, gepackt. Es ist jetzt nicht so Depression gewesen, so war es nicht ganz. Also ich kann mich jetzt nicht einreihen, aber es hat schon so mal eine Auszeit vonnöten gewesen. Ich finde es gut. Ich finde es richtig gut. Man muss auf seinen Körper hören, sonst macht das Leben keinen Spaß mehr. Irgendwann. Ja, deswegen mache ich jetzt nur noch das, was ich möchte. Hervorragend, siehst du, auch das hat dich was gelehrt. Auf jeden Fall. Gell? Du trainierst weltweit Unterspritzung? Bist du so eine richtige Koryphäe auf deinem Gebiet? Naja, also es gibt ja immer noch Leute, die mich dann auch schulen, das muss man dazu sagen. Naja, gut. Aber ich bin seit Mitte dieses Jahres in einem Programm für Trainer-Trainer-Programm Global, das stimmt. Ja. Und da bin ich sehr, sehr stolz drauf, dass man mich da mit reingezogen hat. Mhm. Und das liegt daran, dass ich halt ich liebe das, was ich da tue. Mhm. Das ist eine richtige Leidenschaft. Also ich gebe es einfach zu. Und ich kann da sehr viele Stunden mit verbringen. Deswegen mache ich das, glaube ich, so ziemlich gut. Sehr gut, sehr gut. Ich meine, du bist ja auch unsere Mädels, nenne ich sie jetzt mal hier, unsere Medienberaterin, die muss ich eben rausschmeißen aus dem Studio. Ich meine, du guckst sie an und du weißt, ihr müsst mal ein bisschen an der Lippe noch machen und so weiter. Ne? Und sie sind auch gebannt von dir halt. Ja, ist aber manchmal ein bisschen verhängnisvoll. Weißt du, es gibt dann so... Ja, klar. Du kannst auch keine Frau mehr irgendwie angucken, ohne zu denken. Schwierig. Aber weißt du, das kennst du dann so, dann sprichst du, sagst du, was ist denn jetzt an mir? Und so, naja, ich würde das und dies und hier und da. Und dann ist manchmal schon so ein verachtender Blick und dann dauert es ein Jahr und dann kommen sie. Du hast mir damals was gesagt und ich denke so, das war vielleicht nicht ganz so charmant, aber manchmal platzt es raus. Das tut mir wirklich sehr leid. Das ist dann auch, das ist einfach arbeitsbedingt, ne? Das ist arbeitsblind, aber das ist nie böse gemeint. Trägst du das Herz auch auf der Zunge? Oh, kommt schon oft vor. Ja, ja. Aber ich bin ein Netter, glaube ich. Ein Netter. Bist du liiert? Das ist jetzt, nein.
Okay. Hast du Familie? Hast du Kinder? Ja, ich habe zwei wunderschöne Söhne. Die sind aber schon relativ groß. Also so 17. Der wird jetzt schon 17 und der andere wird schon 11. Also schon ein großer Racker. Ja, ja. Wow. 17 und 11. Ja, und kannst du die auch, musst du die auch mit deinem Arbeitsauge angucken, sag ich jetzt mal? Nein. Die sind wirklich sehr, sehr attraktiv, die beiden. Die kommen Herren. Nach dem Vater. Ich kenne die Mutter, kenne ich ja nicht. Aber ja, die Mutter hat da auch dazu beigetragen, das muss man sagen. Also die zwei Herren sind wirklich sehr, sehr, sehr adrett anzusehen. Die sind auch sehr charmant. Darf ich fragen, wie sie heißen? Das ist einmal der Romeo und der Vincent. Oh, wow. Ja, ja. Wo kommen die Namen her? Hast du ein Fable für Shakespeare oder für was, keine Ahnung? Naja, wie das immer so ist, ne? Ein Kind der Liebe, das war das halt auch damals. Mhm. Ne? Der Romeo, das musste sein. Und der sieht halt auch aus wie ein Romeo. Und der Kleine, der sieht Vincent so... Vincent Cassel, kennst du den Schauspieler? Natürlich, ja. Ganz ist toller mit, Charakterdarsteller. Ja, auch, ja, ist mit einer der schönsten Frauen, Monica Bellucci, verheiratet gewesen. Ja, ja, auch eine. Und da war das natürlich sehr nah. Und er sieht halt auch so ein bisschen so, ne, der hat so ein bisschen mehr Feuer. Und ich wollte gerade sagen, weil Vincent Cassel ist ja so ein kerniger Typ. Genau, und deswegen heißt der Kleine Vincent. Und da wird dem auch sehr gerecht. Also. Sehr gut. Du bist mit dem Motorrad da. Was für ein Motorrad fährst du? Oh, das ist so ein umgebauter, sieht ein bisschen Street Fighter-mäßig aus. So eine Ego-Mühle, ich gebe es zu. Legal oder umgebaut? Ja. Okay, anderes Thema. Anderes Thema. Naja, was für eine Maschine ist es? Das ist eine Yamaha. Keine Ahnung, was hatte 148 oder irgendwie sowas. Oh, fährst du die manchmal auch aus? Ja. Aber nicht in der Innenstadt, bitte. Nein. Aber auch nicht im Taunus wahrscheinlich, oder? Nee, das geht ja nicht mehr. Da sind ja überall Schwellen. Und Gehst du manchmal auf der Rennstrecke? Früher mal. Das ist aber schon sehr lange her. War das vor deiner Pause auch? Ja, genau. Ja, ich habe das früher mit Leidenschaft auch mal gemacht. Aber ich bin für Yamaha viel unterwegs gewesen. Aber das habe ich schon ewig lange nicht mehr. Wie für Yamaha unterwegs gewesen? Ein bisschen so Yamaha Deutschland Cup, so also 600er. Ah, du warst Rennfahrer früher? Naja, Rennfahrer würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber ich sehr viel auf der Rennstrecke. Ach du lieber Himmel, der Mensch hat einiges zu erzählen hier. Dr. Anatol Zott steht hier bei uns in den Skyline-Studios. Perfect Me, die Praxis findet ihr auf der Freskatz 15, perfectme.live. Homepage gerade noch ein bisschen in Überarbeitung, ne? Die ist im Neuaufbau, weil das bei uns Ärzten immer, das muss alles geprüft sein und dass da die richtigen Worte verwendet werden. Und das kommt aber jetzt. Chef on Air. Mit dem Dr. Anatol Cornelius Walter Zotz. Ja, sorry. Muss aufpassen, was sie erzählt, oder? Ja, ich merk's. Perfect Me ist eine Praxis. Du bist Arzt für Kosmetik und Beauty. Oft im Ausland. Ja. Für Schulungen. Ne? Du trainierst weltweit unter Spritzungen. Und du hast auch Patienten im Ausland, die du auf jeden besuchst. Fall. Ja, kommt schon mal vor. Die sagen, hier, flieg mal vorbei. Ja, das kommt schon mal vor. Wo ist das? Das kann in Zürich mal sein. Ja, das kann aber auch, wie gesagt, in Dubai sein. Das ist, das wird auch immer mehr, das muss man dazu sagen. Aber sehr oft kommen sie ja auch eingeflogen. Also das ist kein Spaß, die kommen sehr viel auch einfach zu mir geflogen. Wie wohnst du? Du bist ja, ich habe mal hier Hobbys, Interessen, frage ich ja immer meine Gäste und da steht Schönheit. Ja, nee, also. Mehr nicht, jetzt so Motorradfahrer, früher Rennen gefahren. Du machst viel Sport, lüg mich nicht an. Oder, ne? Schon, oder? Ja, ich habe das Fitnessstudio schon öfters von innen gesehen, das stimmt. Das sieht man. Ich habe einen eigenen Spind. Nein, also ich wohne hier im Taunus. Land, das Fitnessstudio. Nee. Ich wohne hier so am Taunus, so in den Hills. Nee, also Spaß, aber wirklich, es ist sehr versteckt. Ein bisschen Ruhe braucht man ab und zu. Was heißt sehr versteckt? Hast du ein Waldgebiet, in dem du wohnst? Oder? Nee, ich gucke in den Wald direkt. Also es kann da auch schon mal sein, dass ein Fuchs da über den Rasen jagt morgens. Also hast du ein kleines Häuschen? Nein, natürlich nicht. Nein, ich wohne zur Miete ganz brav in der Wohnung. Die ist zwar sehr schön, aber... Ja. Selbst Immobilienmakler sagen ja, es ist viel besser, in Miete zu wohnen, weil du dann den anderen sagen kannst, denen das Ding gehört, hier ist was kaputt, mach mal. Das stimmt, ich mach selber immer alles, wenn was kaputt ist. Ja, aber da ist auch nichts kaputt, also ich hab Glück. Bist du auch so in anderen Dingen talentiert? Bist du handwerklich begabt? Ja, ich glaube, mein Job ist auch viel Handwerk. Ja, das also ist so, ganz aber ehrlich. Ich meine, Unterspritzung ist was anderes wie ein Schlagbohrer. Am ein Ende Loch vielleicht nicht unbedingt. Okay. Ne? Weil die Hände müssen schon wissen, was sie tun. Na und gut, Hand- und Kopfkoordination sollte man schon haben. Ich mache das schon gerne, aber ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich jetzt hier... ich kriege alles hin. Bist du ein Genussmensch? Heißt Essen, Trinken und so? Also ordentlich mal krachen lassen auch? Nein, also ich glaube, ich war in meinem Leben, glaube ich, noch nie ein einziges Mal betrunken.
Ja. Er wird nicht rot und die Nase wächst nicht. Ist ja ein Ding. Wieso? Ja, das, also super. So Menschen soll es ja auch geben. Ja, ja. Einer steht hier, ladies and gentlemen. Ist nicht ganz so mein Ding. Also ich weiß auch nicht. Ich find's gut. Ich wünschte, ich bräuchte das nicht auch. Angst vor Kontrollverlust vielleicht? Ne? Das, okay. Nee. Aber nee, ganz ehrlich, es ist einfach nicht so mein Ding. Macht ja nichts. Wie entspannst du? Auf dem Motorrad. Okay. Ja. Das im Fitnessstudio entspannen ist jetzt nicht so, ne? Das sorgt für den nötigen Ausgleich, das okay. Fitnessstudio. Ja, auf jeden Fall. Wie oft bist du? 5-mal die Woche. Morgens auch schon vor der Arbeit? Nur morgens, ja. Ich wäre fix und alle. Ich bin froh, wenn für mich ist Fitness morgens aus dem Bett zu steigen. Also ich fange früh an, also okay. 5.30 Uhr klingelt der Wecker. Liebe und dann, Leute. Ja. Wo kannst du am meisten lachen? Wo ich am meisten lachen kann. Gehst du da manchmal so richtig aus dir raus? Boah, schwierige Frage. Situationskomik finde ich total geil. Okay. Ich glaube, ich bin so ein Kind von Comic. Kennst du Clever und Smart? Aber sicherlich. Clever und Smart ist so Situationskomik schlechthin. Ich liebe es. Also, kaum Clever und Smart. Das kennt keiner mehr. Ja, gut, ich bin 74er, also noch 4 Jahre älter als du. Also ich kenne das noch. Hab sogar noch ein paar Hefte zu Hause. Das ist geil, ja. Ich habe meinem Sohn mal eins geschenkt. Der hat sich auch sehr totgelacht. Hat er? Oder hat er gesagt, wirklich, was ist das? Nee, das ist geil. Das wo ist geil. Eigentlich mein iPad, das du mir versprochen hast? Oder? Nee, der findet das cool, aber ist sehr schwer zu bekommen mittlerweile. Mhm. Ja. Oh, kann ich die verkaufen für viel Geld vielleicht? Das vielleicht, wenn sie gut erhalten sind. Ja. Geil. Aber Clever und Smart ist, damit bin ich aufgewachsen. Situationskomik, okay. Sehr geil. Ärgern? Kannst du dich über was richtig ärgern? Ach, meistens ärgere ich über mich selbst. Okay. Ja, wenn ich irgendwas nicht so hinbekomme, wie ich das gerne hätte. Ja, aber ansonsten bin ich sehr viel gelassener geworden. Okay. Das muss das Alter sein. Ja, mit Sicherheit. Ja. Und in Zukunft, du hast noch viel vor. Du willst hier in Frankfurt einen Excellence Center aufbauen. Genau. Wir möchten gerne der Pharmakonzern, mit dem ich sehr eng zusammenarbeite, wir möchten quasi so ein Trainer-Schulungsprogramm aufbauen, so ein Excellence Center, wo natürlich auch viele Größen hier aus dem Rhein-Main als Dozent dann auch tätig sind. Mhm. Im Grunde stelle ich so ein bisschen meine Praxis zur Verfügung, weil sie halt einfach eine gewisse Größe nur hat oder schon hat. Ja, okay. Und dass man das alles dann gut vernetzen kann, weil wir als Ärzte haben ja meistens das Problem, dass wir halt Werbung so und so nicht richtig schalten können. Ne? Vorher-Nachher-Bilder ist per se eigentlich meistens verboten für viele. Ja. Und dann ist es auch unterschiedlich, welches Bundesland man ist. Okay. Aber wenn man das anders verpackt, kann man auch ein bisschen da dann mit Werbung machen, weil das braucht jeder von uns. Ne? Jeder, der irgendwie selbstständig ist, braucht dann auch mal eine Präsenz. Wie groß ist denn deine Praxis? Das haben wir 90 Quadratmeter, das ist jetzt nicht so groß. Nein. Wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hast du oder machst du alles alleine? Ich mache ziemlich viel alleine. Ich habe jemanden, der mir ein bisschen bei der Buchhaltung und bei der Patientenkarteikarten und so hilft, aber sonst mache ich vieles alleine. Mensch, wir sind schon am Ende angelangt. 10:50. Schön, dass du hier warst, Dr. Anatol. Vielen Dank. Perfect Me, Fressgas 15. Rock'n'Roller, wir haben ganz am Anfang einmal drüber gesprochen. Ich habe mich nach Wunschmusik gefragt und wie hart seid ihr denn, hat er mich gefragt. Du wolltest zu Metallica? Ja. Mannheim war nicht. Ich habe gerade eine Freundin, hat mir Bilder geschickt, sie war da und ich war ein bisschen neidisch, ich gebe es zu. Metallica ist sehr geil, sehr geil. Das schwarze Album, grandios. Ich höre es immer noch, wirklich. Kann man auch immer noch hören, auf jeden Fall. Aber richtig laut. Ja, auf jeden Fall. Auf dem Moped schlecht, aber... Naja, ich wollte gerade sagen, wenn dann im 7. Ach nee, sorry, verdammt. Jetzt wurde Motorschaden in der Papier. Nein. Was für geile Konzerte warst du bisher? Was war so das Kracher-Ding? Ich war mal bei den Foo Fighters, aber das ist schon ewig her. Yeah. Sehr, sehr geil. Sehr, sehr lustig. Sehr spaßig. Mhm. David Gann, sehr spaßig. Yeah. War sehr, sehr lustig.